Ich weiß nicht, wie voll gerade Chat ist, weil ich denke, es ist ein super interessantes Thema. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen warten damit. Aber ich habe heute ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema mitbekommen. Vielleicht kann ich es grob mal ansprechen, aber habt ihr die Theorie rund um den guten Charles Martinet mitbekommen? Also die kleine Theorie um ihn herum. Der ist irgendwie mitgekriegt im Internet. Da ist nämlich was ein bisschen am Kochen. Es klingt nicht komplett bescheuert. Aber niemand weiß, was konkret ist. Hey, Chip, was geht? Can't stick around, cause I keep moving on. Was hat er gemacht? Ja, die Sache ist, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit eine Direct, ja? Oder, weil Mario Wonder sich nicht nach ihm an... Genau das. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ja eine Direct mit WarioWare und Mario Wonder. Und in beiden Punkten sagen Leute, vor allem bei dem Wario-Ding, dass das wahrscheinlich nicht Charles war, der ihn gesprochen hat. Dann haben Leute ein paar andere Sachen rausgefunden und gesucht und gemerkt, oh, er hat lange keine Voice-Clips aufgenommen, vielleicht klingt er einfach nur anders oder so. Aber es klingt wohl scheinbar sehr anders für die meisten Leute. Hinzu kommt, dass es wahrscheinlich ein bisschen Drama mit dem Mario-Film und ihm gab, aber man weiß auch nichts Konkretes. Es gab sehr dubiose Tweets, wo er wahrscheinlich nicht so ganz happy war und eine Kollegin hat ihn irgendwie so ein bisschen aufgemuntert und er wurde auch nicht eingeladen zur Premiere vom Film und sowas. Alles ein bisschen komisch, sehr fokussiert auf Dragon Ball. Er will keine Fragen beantworten zum Film und anderen Spielen. Ganz, ganz wild. Viele Leute fragen sich, ob nicht Charles Martinet ersetzt worden ist. Aber niemand weiß was. Es ist nur eine Frage. Alles ein bisschen dubios. Oh, aber niemand weiß, was konkret ist. Das ist super komisch irgendwie. Aber wenn man so die ganzen Sachen halt auflistet, die man so rausgefunden hat, dann... Also man hat nichts Konkretes, aber es ist trotzdem komisch. Was meinst du mit lange nichts aufgenommen? Man war ja im Mario-Film dabei. Er war im Mario-Film dabei, als Cameo. Aber das war's auch. Ich meine eher für die Spiele, keine Voice-Clips. Ja? Das heißt, oftmals kam dann das auf, oh, Leute sind nicht gewohnt darin... Oder die haben so lange alte Voice-Clips wieder gehört. Er hat sich in den letzten 5 Jahren von Odyssey verändert, deswegen klingt der Wonder anders. Aber der Wario-Sprecher, das ist nicht Charles. Ich glaube, Wario ist definitiv recastet worden. Ich glaube, da ist was dran. Der klingt wirklich nicht wie Charles aus der Direct. Es wäre echt traurig, wenn sie ihn ersetzen würden. Ich meine, wer weiß. Auf jeden Fall, auch wenn er nicht ersetzt worden ist, ich glaube, er war vielleicht nicht ganz so happy mit dem Mario-Film, dass er ihn nicht gesprochen hat. Hey Sandra, was geht? Ich denke, da ist ein bisschen was an Gewicht dahinter. Hab, wie gesagt, heute ein langes Video dazu angeguckt, wo Leute das auch so ein bisschen diskutiert haben. Nicht so, oh, definitiv, Charles Martinet wurde gefeuert oder sowas, sondern die haben auch nur das ganze Thema diskutiert. Ja, stimmt. Ein Punkt ist auch, er ist alt. Vielleicht klingt er wirklich anders. In Luigi's Mansion haben sie einige Clips in dem Video gezeigt. Wo er nicht richtig schreien konnte oder so. Kann auch wirklich einfach sein, dass er die Rolle abgegeben hat. Aber trotzdem, dubioses Verhalten von ihm gegenüber dem Film. Ist wirklich interessant. Er will den Film auch ziemlich hart totschweigen und so. Er will nicht drüber reden. Also in mehreren Sachen, wo er gefragt wurde oder zu Panel oder so, hat er immer darum gebeten, nichts zu Mario-Film zu fragen, obwohl er ja drin war. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Der Film war schon draußen zu dem Zeitpunkt, wo gemerkt, ne? Ganz ehrlich, wäre ich an Charles Stelle auch. Ich meine, er ist nun, wie lange Mario Stimme? Seit 91, wenn ich das gerade im Kopf aus dem Video habe. Also seit 91 ist er drin, aber Super Mario 64 ist wohl die erste sehr große, sein erst sehr großer Auftritt, ja. Wann ersetzen wir Fully? Bitte gar nicht. Ich meine, Zuschauer ersetzen ihre Streamer öfter. Aber ich hoffe, ihr ersetzt mich nicht, okay? Aber ja... Ich wollte einfach nur fragen, ist euch mal was dazu aufgefallen? Was haltet ihr von der Sache? Ich denke, es ist ein interessantes Thema. Ja, er ist 67. Ja, genau. Bei WarioWare kann auch daran liegen, dass Wario in sämtlichen anderen Sprachen eine komplett andere Voice Direction besitzt. Da kann Recast Sinn ergeben, weil der englische Wario schon ziemlich anders klingt als die anderen. Ja, das kann sein. Das kann sein. Also, sie haben solche Spekulationen auch eingeräumt, Marv. Wie gesagt, es war nicht einseitig, sondern es waren zwei Dudes. Sie haben versucht, so die anderen Standpunkte einfach nur zu vertreten und alles so ein bisschen aus verschiedenen Winkeln zu betrachten. Ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Mir selbst ist gar nichts aufgefallen. Aber ja,
nachdem sie ein paar Sachen aufgezeigt haben, es klingt anders, auch in Mario Wonder. Weil das Wahoo-Zahoo klingt nicht wie Charles. Es klingt wie Mario, aber nicht wie Charles. Seit ich lebe, spricht der Mario und dann kommt da so ein Chris Pratt und versucht die Stimme nachzumachen. Ich glaube nicht, dass Chris Pratt der ist, der im Spiel ihn spricht. Nein, wir ersetzen Fully nicht. Was geht, Phoenix? Ja, ey, komm, er ist quasi Mario. Da hab ich auch, da wäre ich auch angefressen, wenn mich ein Pratt ersetzt. Könnte es sein, dass er halt nicht so happy darüber war. Vor allem das Ding ist, was mir auch aufgefallen ist, viele Leute haben immer gesagt, boah, er könnte Mario nicht sprechen oder so und vergessen ein bisschen, dass er auch ein normaler Synchronsprecher ist. Obwohl ich mir denke, ein ganzer Film mit Marios Stimme hätte auch, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Aber keine Ahnung. Würde nicht sagen, dass Chris Pratt wirklich versucht hat, ihn nachzumachen. Der Pratt-Mario hat doch eine vollkommen andere Voice-Direction. Ja, absolut, Hillside, absolut. Es geht eher um die Spiele. So, nicht um den Film, es geht um die Spiele. Aber es gibt ein paar Kommentare von ihm und anderen Leuten um ihn herum in Bezug auf den Film. Es gibt andere Kollegen, die ihn immer die originale Stimme von Mario nennen. Das klingt weird. Das ist ein ganz neues Ding, dass er so bezeichnet wird. Als ob die wissen, dass es einen anderen Sprecher auf einmal gibt. Es ist ein bisschen komisch, oder? Man würde doch nicht sagen, oh, Charles Martinet, the original voice of Mario. Oder es liegt nur daran, wegen Chris Pratt. Ich habe keine Ahnung. Der ganze Film mit Mario Stimme wäre großartig gewesen, meinst du? Man muss aber auch mal bedenken, wer Charles alles kennt. Andere Leute halt aber nicht. Chris Pratt ist halt ein riesiges Zugpferd und alle die Diskussion um seine Person hat dem Film sehr geholfen und Geld eingebracht. Ja. Wird er nicht immer schon die originale Stimme genannt? Nee. Das ist ein recht neuer Trend. Und das ist mehr so ein Ding, was von Kollegen kommt. Wie gesagt, es gab Leute, die Charles kennen, die mit ihm Kontakt haben, ja. Und die haben sehr supportive Tweets halt rausgehauen. Irgendwie, ich glaube, an dem Tag, als der Film rauskam, hat eine Kollegin von ihm so ein bisschen, oh, schick da Liebe an Charles gepostet und sowas, ne? Haut mal eure schönsten Erinnerungen aus Cons oder so raus. Als ob er halt wirklich ein bisschen traurig darüber war, dass er nicht die Hauptrolle gespielt hat, was ich verstehen kann. Aber vielleicht gibt es ein bisschen Hintergrunddrama. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, finde ich. Wieso genau ist das jetzt so eine große Sache? Sprecher werden ja manchmal ersetzt. Passiert? Ja, weil man nichts davon mitbekommen hat, Phoenix. Weil man nichts weiß. Alles ist halt im Hintergrund. Es ist einfach nur, ist da was oder ist da was nicht? Ich meine, bei anderen Sachen würde man das sofort hören. Wenn Nintendo ihn ersetzt hätte, würde Nintendo sagen, wir haben einen neuen Sprecher hier. Die würden nicht einfach nur einen neuen Sprecher einstellen und Charles feuern. Das wäre super weird. Vor allem nach der Bio-Sache? Naja, das war sowieso komisch. Die Synchronsprecherin hat da ja sowieso ganz viel komisches Zeug von sich gegeben, aber ja. Ah, also weil es nicht kommuniziert wurde. Genau, nichts ist kommuniziert. Deswegen weiß man es ja nicht. Sounds like Charles to be sad about it and I don't mean it in a bad way. Nee, ich kann es ja auch voll verstehen. Ich kann voll verstehen, dass er darüber traurig ist. Und er hat ja in einem neuen Dragon Ball Film mitgesprochen und er scheint wohl in letzter Zeit sehr viel mehr fokussiert darauf zu sein, was wohl scheinbar für Leute, die ihn ein bisschen mehr verfolgen, auch out of character ist angeblich, weil er viel mehr eigentlich immer auf der Mario-Schiene ist und so. Deswegen dachte ich, was habt ihr davon mitbekommen und was haltet ihr von der Sache? Glaubt ihr, Mario Wonder ist nicht mehr Charles drin? Glaubt ihr, sie haben ihn ersetzt? Und wenn ja, glaubt ihr, Nintendo hat den Grund dafür? Oder ist es wirklich einfach nur, weil er langsam zu alt ist? Obwohl, er hat in Dragon Ball eben erst mitgesprochen. Er macht ja immer noch Voice da. Er ist ja nicht retired. Das ist ja doch mal das Komische. Oh. Und dann noch eine Sache. Irgendwie, ich glaube, bei der Premiere hat Jack Black einen Shoutout an Charles gegeben. Weil er Charles sich getroffen hat. Die wollten sich mal treffen. Was auch komisch ist, weil man würde meinen, Charles wäre vielleicht ein bisschen präsenter gewesen oder so in der Hinsicht. Und er hätte wenigstens irgendwie den Cast kennengelernt. Nope. Scheinbar gab es nie ein Treffen. Oder stört es Nintendo, dass er was anderes gesprochen hat? Nein. Charles hat permanent andere Sachen gemacht. Meine ich. Er hat immer wieder andere Stimmen gemacht. Charles ist auch nicht angestellt, es war sein Name. Solche Sprechrollen bei Nintendo sind immer ein One-Way-Ticket gewesen. Entweder darfst du weitersprechen oder nicht. Kann sein, ja. Mario Wonder ist dieses neue 2D-Teil, oder? Genau.
Ja, wenn ich mich an alte Tweets erinnere, hat er doch fast schon richtig geliebt, Mario zu sein. Genau, genau. Und in letzter Zeit ist er so ein bisschen anders dabei, darauf zu sprechen. Das ist halt schon, ja. Charles zu Karten macht nicht so viel Sinn, Nemo. Ist zu ikonisch. Ja. Oder stört es Nintendo oder so? Nee. Aber japanischen Sprechern wächst beim Ableben der Sprecher erst nach langer Zeit wieder die Stimme. Ja, im japanischen Bereich ist das was anderes. Das stimmt. Hey, Ultimate Greek, was geht? Neben der Arbeit einen guten Stream laufen lassen, ja. Oh, ist aber ein gutes Thema, ich merke schon. Ich hab Chat durch den Pre-Stream gebracht. Oh. Ich meine, kann man bestimmt noch fortsetzen in dem Spiel gleich, aber ja. Das wusste ich nicht. The Voice of Mario, Wario, Luigi, Waluigi, Baby Luigi, Baby Mario von Nintendo steht weiterhin in seiner Bio. Wäre sauer, wäre er nicht mehr da. Ich glaube, das würde er dann nicht wegmachen. Nee, natürlich wird er nicht jünger. Trotzdem hätte man bei solchen Ikonen dann ja auch offen und ehrlich kommunizieren können. Man hätte ja sagen können, oh hey, Charles gibt die Flamme weiter, ja. Aber das ist halt das Ding. Nächstes kommunizieren ist komisch. Sie haben den Trailer gesendet und alle Leute, scheinbar, mir ist nichts aufgefallen, aber viele Leute fanden, es klingt nicht nach Charles. Weiß nicht, ob euch das persönlich aufgefallen ist oder nicht. Wahrscheinlich haben die meisten nichts bemerkt, ne? Vielleicht ist es genau das, was Nintendo möchte. Die möchten gar nicht, dass Leute mitbekommen, dass der Synchronsprecher gewechselt worden ist. Was aber voll schade ist, weil Leute kennen den guten Charles. Und da ist der gute Jules. Danke dir für fast 2 Jahre Treue. Damn. Wie geht's dir stets, Mann? Alles gut bei dir? Charles hat einige Charakter gesprochen. Oh, echt? Okay. Ich wusste es nicht. Ich habe ja bis heute den Mario-Film nicht gesehen. Hab gerade P9S geklärt, also alles gut. Nice, Glückwunsch. Banger-Musik. Aber ja, beim Film wurde das ja auch offen kommuniziert, was das Ganze seltsam wirken lässt, wenn es sich bewahrheitet. Ja, ne? Ich meine, das Thema kann super schlecht altern. Ich hoffe es, dass man irgendwas erfährt. Aber ich dachte, es wäre ein interessantes Thema für heute so. Aber ihr habt nichts mitbekommen in der Hinsicht, ne? Was halt wild ist, weil der eine war halt auch Sonic-Fan in dem Video und meinte so, bei Sonic wechseln sie scheinbar am laufenden Band den Sprecher, was ich auch wild finde. Warum wird Sonic-Sprecher so oft gewechselt? So oft! 2 Charaktere mindestens, einer davon ist sogar Marios Vater. Ja, das Mario-Vater-Ding habe ich heute auch gelernt. So. Aber Julian Bam, der einzig wahre Sonic-Sprecher. Julian Bam hat viel Hate diesbezüglich abbekommen, ne? Ich habe ja den Sonic-Film auf Deutsch gesehen und ich fand, er hat gar nicht mal so eine schlechte Rolle gespielt. Also dafür, dass er ja auch kein Synchronsprecher ist oder so, nicht geübt ist und sowas. Mir ist nicht massiv aufgefallen, dass er so super krass unerfahren war. Ich fand, er hat einen soliden Job gemacht. Im Endeffekt ist es auch egal, der Film war mega erfolgreich, die werden jetzt nicht zurückrudern. Es geht darum, dass es nicht mehr der Sprecher für Mario Wonder ist, oder? Ja, ich meine, dass er ja dann spätestens beim Release raus, oder? Keine Ahnung, kommt es? Keine Ahnung, das ist die Frage. Der Wario in dem Trailer war definitiv nicht Charles. Da sind sich viele Leute einig, wenn man auch genau hinhört. Der wurde auch schon im Japanischen und in anderen Sprachen durch WarioWare Gold. Was Marvin meinte, dort wurde sowieso Wario in verschiedenen Sprachen recastet. Das heißt, er ist nicht mehr einzig und allein Wario. Er hat die Rolle quasi da schon abgegeben. Spätestens in den Credits dann. Könnte ja sein, dass das immer noch dort steht. Okay, jetzt habe ich mal selbst reingehört. Das klingt für mich noch sehr nach Charles. Ich finde, nachdem ich genau hingehört habe, es klingt halt gar nicht mehr so sehr nach ihm. Es klingt nach Mario. Aber es klingt schon anders. Aber es könnte daran liegen, dass er älter ist. Keine Ahnung. Naja, ich mache mal langsam hier Pokémon.